Shani. Ja? Hören Sie, diesmal brauche ich Ihre Hilfe. Und zwar sofort. Ich habe immer gedacht, eine Kneipe, das wäre doch was. Also kein großes Ding, 6 Tische und hinten im Billardzimmer. Auch was zu essen, also Schmalzbrot und Buletten. Sie haben sowas noch nie gemacht? Ja, aber ich habe schon gekellnert und gezapft auch. Waren Sie schon beim Gewerbeamt? Nee. Die wollen da Ihre Papiere sehen. Wenn Sie lesen, was für Vorstrafen Sie haben, da, das schenke ich Ihnen. Ich wollte Sie bitten, ob Sie mir da nicht was schreiben können. So eine Empfehlung, dass Sie glauben, dass ich die Kurve gekriegt habe. Oder glauben Sie das nicht? Sie haben mir gesagt, nie wieder ein krummes Ding und daran glaube ich. Ja, und so eine Empfehlung? Wenn Sie eine Kneipe aufmachen, werden da Ihre alten Kumpel aufkreuzen. Ob das so gut für Sie ist?
Also wieder mal so eine Schnapsidee von mir, ne? Sind Sie noch mit der netten Frau zusammen? Die hat gesagt, sie kann was Besseres haben. Das tut mir leid. Ich werde mich noch mal nach dem Job umhören. Kommen Sie nächste Woche vorbei. Sie geben sich immer solche Mühe. Ich hoffe, Sie auch. Also. Tschüss dann. Tschüss, Karl. Die schöne Lilo. Immer fröhlich, immer pünktlich. Und schon wieder mit dem neuen Fummel. Kleider machen Leute. Erst kosten sie Geld. Dann machen sie Leute. Alles ehrlich verdient. Ehrlich. Klar. Mann, du siehst wieder aus. Schläfst du denn nie? Wir sind gelaufen. Siehst du, ich hab dir gesagt, das sind alles nur Sesselfurzer. Na los, steig ein. Ich kenne den Maurer. Das ist ein Schwätzer. Maurer ist schon in Ordnung. Aber die Vorstrafen kriegst du nicht weg. Immer das Gleiche. Was ist denn nun? Machst du mit? Muss ich mir nur überlegen. Da gibt's nichts zu überlegen. Das ist ganz brandheiß. Ja, da ist ja mein Hund. Komm jetzt in die Küche, ich hab was für dich. Komm. Los, komm. Lissi. Komm den Platz. Lisbeth! Lissi! Lisbeth! Ja? Ich habe Paprikaschoten gekauft. Soll ich uns was kochen? Das wäre lieb. Hast du Besuch? Ich hab dir doch erzählt. Entschuldigung, habe ich vergessen. Außerdem hast du gesagt, du kommst später. Schon gut. Also für drei. Mit Nachtisch. Und zieh dir was an. Hier, kümmere dich um Sprit. Ich muss telefonieren. Tag. Volltank. Ja. Wo sind wir hier denn eigentlich? Das wissen Sie nicht. Bielefeld. Bielefeld, ja. Öl, Wasser, Luft. Fehlt Ihnen vielleicht was? Ich kann doch nicht mehr als aufs Gas treten. Wir standen mitten im Stau. Also, wie geht's jetzt weiter? Moment, das muss ich mir aufschreiben. Haben Sie mal was zum Schreiben? Gut, es kann losgehen. €41,50 an der Kasse. Trinkgeld bei mir. Wir fahren gleich zurück. Das sind keine Pause? Wir haben Verspätung. Ja, und mein Geld? Das kriegst du, wenn wir da sind. Jetzt zahl den Sprit und lass dir eine Quittung geben. Da kommen die Gänge, du Schnarchnase. Wir haben keine Zeit. Halt, Hustenkai! Stöckgut schuppen! Über die Freihafenbrücke und dann rechts! Danke!
Der Wagen hat das Kennzeichen Hamburg JE 1448. Ich verlasse mich auf euch. Kommt ihr aus Bielefeld? Ja. Weiter. Aber es ist los. Weiter, habe ich gesagt. Wer ist das? Keine Ahnung. Rechts rum. Da vorne durch das Tor. Das ist ja faul. Du hast gesagt, kein Risiko. Ja, das habe ich. Dabei bleibt's auch. Hey, was ist denn los? Unsere Anweisung war Stück gut, Schuppen. Dann habt ihr eben eine neue Anweisung. Ohne uns. Wetten? Fahr zu. Los, fahr zu. Alter ist gar nicht so übel. Weiß ich. Spät geworden. Er gefällt dir nicht, hm? Wir haben uns gut unterhalten, mehr kann man nach ein paar Stunden nicht sagen. Geh jetzt schlafen, ich mach das schon. Danke. Gute Nacht. Gute Nacht. Magst du ihn? Mhm, ganz wahnsinnig. Aber bis zum Examen wirst du doch wohl noch hier bleiben, oder? So schnell wirst du mich nicht los.